Ach ja, wir müssen das ja erst abwaschen, das Scheißfern, obwohl wir müssen ja gar nicht durchgucken, oder? So, komm, zieh durch, ich brauch Tattoo. Jetzt müssen wir den Kuchen anmachen. Was dann? Was dann? Das kriegen wir auf jeden Fall nicht zu. Warte mal. Fuck. Was ist da? Wir müssen es nochmal versuchen. Aber dann werden wir wieder brennen. Was können wir dagegen machen? Wasser anstellen können wir nicht. Ich wüsste da jetzt auf die Schnelle keine andere Möglichkeit. Kann auch sein, dass wir einfach nur schneller an dem Rad drehen müssen. Oder wir müssen hier hinlaufen und... Ist ein Hohlraum hinter der Wand, ja, ist schön. Machen wir das mal von hier so. Geh weg, Mann. Steh auf, Ethan. Steh auf, Ethan. Mist, 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 Mist! Mist! Man kann nichts machen. Man kann nichts machen. Man kann drehen. Also doch, wie ich vermutet habe. Ja.
Komm, mach Ansage, Arschloch. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Ja. Lediglich die Kerze anzünden und sie in die Karte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Komm, mach hin. Ja. Vielen Dank. Keine Ahnung, was das sein soll, wofür das überhaupt. Voll unnötig. Voll unnötig. Komm, mach den Ofen an jetzt. Ich langweile mich. Eigentlich unnötig, oder? Ach nee, wir brauchen ja das Rad. Jetzt hätte ich gesagt, wir lassen das aus. Ach, der gelbe Ball. Und go, komm, 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 komm. Mal gucken, ob es funktioniert, ohne tätowiert zu werden. Oder eher geritzt zu werden. So. Steh auf. Steh auf. Mist, 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 Mist! Mist! Ja, steh auf und mach keine Faxen, Digga. Ich check's nicht, Mann. Ich check's nicht. Ich check's nicht.
Moment, ich guck mal eben was. Okay, da sind wir noch an dem anderen Safe-Punkt. Das ist nicht so gut. Tja, das ist natürlich jetzt irgendwie doof, ne? Irgendwas. Irgendwas fehlt dann noch. Licht bitte. Irgendetwas fehlt. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Eigentlich braucht er uns gar nicht tätowieren und wir brauchen auch die Schraube nicht, weil wir wissen jetzt das Passwort. Vielleicht lassen wir das einfach mal mit dem Fass. Das heißt, man kann es ja eigentlich nur schaffen, wenn man einmal stirbt. Lassen wir uns nicht tätowieren, geben denen auch nicht den Stift. Und auch nicht den Finger. Dann läuft nämlich auch das Fass nicht aus. Und vielleicht brennt es dann nicht so stark. Und wenn wir das wieder ausmachen, da müssen wir wieder hin. Zack. Kerze. Rein, Arschloch. Danke. So, top, top, danke. Man sich eigentlich auch sparen, oder? So, wenn wir jetzt einfach hingehen, das Ventil dran drehen. Brennt nicht. Okay, aber sie würde jetzt auch nicht abfackeln. Das heißt, ich könnte die jetzt einfach da reinstecken. Fass ist nicht ausgelaufen, also brennt auch der Boden nicht. Man kann es nämlich auch nicht stopfen, wenn es einmal rausgelaufen ist. Aha. Alter, gut reagiert. Danke, Alter. Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Ha ha ha!
Er war auf jeden Fall hier. So, hier kann man speichern. Was ist das? Ah, da ist der Kopf, den wir brauchen. Für das Serum. Endlich. Die beiden sind gefesselt. Nicht sicher, ob wir... Also das hier brauchen wir definitiv nicht mehr. Den Finger auch nicht. Das lassen wir mal hier drin. Mit dem anderen Teil, falls wir gleich in eine brenzlige Situation kommen sollten. Dann müssen die irgendwie denen direkt das Serum verpassen. Warte mal, kann man das direkt kombinieren? Na komm schon. Nein, kann man nicht. So, ist auch egal. Wir nehmen jetzt uns die Waffen. So, Erste-Hilfe-Zeugs. Attrappe. Pistole. So, die nehmen wir mit. Rotflinte mit. Brenner mit. Brennstoff mit. Nehmen wir noch was zu heilen mit. Das ist die falsche Pistolenmunition. Zwei Dietriche nehmen wir auch mal mit. Das Messer nehmen wir wieder mit. Federhalter, Puppenfinger. Das dürfte eigentlich alles gewesen sein, ne? Oder haben wir noch irgendwo die Magnum-Munition? Ne, ich glaube, wir hatten auch nur 5 Schüsse dazu bekommen. Gut, dann safen wir jetzt einmal. Was ist das? Versuchsgelände. Oha. So, gesaved. Jetzt geht's hier an den Kragen, Arschloch. Eine Weste. Die sieht so aus, als könnte man sie aufheben, wie so ein Rucksack, aber irgendwie will er nicht. Dein Ernst. Zack. Kurbel mal ein, Dicker. Kurbel mal ein. Ich komme mir. Ich komme mir. Mach den Mund weit auf. Schön weit, wo das wohl hinführt, dann hier alles. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal da drüben rein. Lalalala, lala. Hallo. Money. Schön. Money, schön. Mehr nicht. Na, na, na. Nix. Kurbel. Nochmal einkurbeln. Brücke ist oben. Oh mein Gott. Oh, ein Schuss. Ein Schuss mit der Magnum und auf Wiedersehen. Gut zu wissen.
Aber ich bevorzuge jetzt erstmal den schönen Flammenwerfer. Bist du tot oder lebst du noch? Komm, sag auf Wiedersehen, reicht jetzt. So, Lappen, wo bist du?